Super Geschäft. Ich liebe dies. Mein Name ist Volker Drewes und ich bin Zirkus- und Schausteller-Seelsorger der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck. Und das ist wiederum ein Teil der EKD und deswegen bin ich hier in Düsseldorf auf der Rheinwiese und weihe nun das neue Fahrgeschäft Escape der Familie Körmann ein. Ja, hallo, ich bin der Daniel aus Bottrop. Bist du Kirmes-Fan? Ich bin Riesen-Kirmes-Fan, natürlich sehr gespannt. Die diesjährige Rheinkirmes sehr gut bestückt und natürlich hier mit der Weltpremiere der Firma Körmann ein Highlight definitiv. Du siehst ja jetzt zum ersten Mal das Geschäft in echt. Wie ist dein erster Eindruck von der Thematisierung? Die Reportage habe ich natürlich auch schon verfolgt. Und alle entsprechenden Bilder, die auch Familie Körmann ins Internet gepostet hat. Von daher super Eindruck. Was gefällt dir besonders gut an der Bemalung hier und an der Gestaltung? Vor allem, dass es keine Folierung ist, sondern wirklich nochmal eine echte handwerkliche Arbeit. Das ist ja heute leider immer seltener. Ich bin Lukas aus Fehlen, aus dem Münsterland. Warum bist du heute hier? Ich habe tatsächlich nur Geld für Escape mitgenommen. Also nur für Escape tatsächlich. Also die Thematisierung ist wirklich Bombe. Das kennt man auch so noch nicht. Also kenne ich jetzt nicht, ich bin ein bisschen jünger. Sieht aber auch gut aus, dass es handbemalt ist und alles. Das kennt man so eigentlich nicht. Und du bist ein richtiger Kirmes-Fan? Ja, durch und durch, also seit 2017. Wie bist du auf die Kirmes gekommen? Ja, also mein Vater hatte einen Schaustellerfreund schon früher. Da sind wir immer auf den Send in Münster gegangen. 2017 durch Moritz, kennst du ja bestimmt auch. Durch die Videos so ein bisschen kirmessüchtig geworden. Ne? Jetzt auch meinen eigenen Instagram-Account zum Beispiel auch. Seit Jahren auch schon, läuft gut. Wie heißt der? Kirmesfan_BOR, wie Kreis Borken. Ich bin der Timo und ich komme aus Hamburg und ich bin hier heute extra angereist. Und du bist ein richtiger Kirmes-Fan? Ja, genau. Ich bin Kirmes-Fan seit ungefähr 2015. Ja, ich bin Giovanni Willemsen. Ich komme aus den Niederlanden. Ich arbeite auf der Kirmes oft. Und ja, heute bin ich hier in Düsseldorf. Und du bist auch so ein richtiger Kirmes-Freak, ne? Ah, das stimmt, ja. Und ich habe gesagt, ich wollte gerne nach Düsseldorf gehen, um eine Attraktion, das ist die Escape. Ich wollte einer der ersten Menschen sein, wo es ausprobieren könnt. Ja, und das ist ein Geschäft von Mondial. Und Mondial kommt ja bekanntlich aus den Niederlanden. Ich habe so vor 2 Jahren diese Attraktion gesehen, wenn es gepräsentiert wird. Wir wollen eine neue Escape, ein Mondial Escape machen. Und ich habe gesagt von, okay, schön. So, das ist die erste Kirmes und wir gehen es gleich ausprobieren. Hi, ich bin Julian, bin 20 Jahre alt, aus Rheine. Also ich bin Saskia, 16 Jahre alt, komme aus Osnabrück und habe beim Welte Breakdance schon mit Aufbauen geholfen. Wie bist du da drauf gekommen? Das ist ja ungewöhnlich. Ja, durch meinen Freund Julian. Der hat zu mir gesagt, ja komm, wenn du willst, kannst du ja mal mithelfen. Und hat es gut geklappt? Ja, es hat gut geklappt eigentlich, ja. Das ist ja richtig cool. Ja, ist auch schon komisch, so als einziges Mädchen so mithelfen. Die anderen, das ist nicht oft sowas, sieht man nicht wirklich oft. Warum seid ihr heute hier? Wegen der Premiere von Escape und ja, einfach so mal gucken, wir waren hier noch nie. Wie ist euer erster Eindruck vom Geschäft jetzt mit der Thematisierung? Also ich finde es auf jeden Fall sehr spannend. Ja, hallo, ich bin der Christian. Es ist irgendwie kurz vor 11:30. Ich fühle mich ganz wohl gerade. Wir stoßen schon mal an, schon vor der offiziellen Eröffnung. Hier fahren wir Escape. Ich freue mich tierisch, dass es mal wieder nach langer Zeit eine Premiere auf den deutschen Volksfesten gibt. Sag mal, bist du Schausteller oder von privat? Ich bin Wirtschaftsingenieur, damit der Definition von sogenannten privat. Komme aus dem Maschinenbau, beschäftige mich viel mit dem Thema Maschinenbau, das heißt Stahlbau, E-Technik. Sind auch gerade dabei, diverse Karussellanlagen umzurüsten nach der EN 13814 und 13849 und möchten damit zum Beispiel jetzt auch den Transformer wieder zur zweiten Saisonhälfte wieder an den Start bringen, der dann eine Revision im Stahlbau hinter sich hat. Bin natürlich interessiert im Thema Maschinenbau auch an neuen Fahranlagen, wie das der Escape jetzt ist. Und daher auch ganz froh, heute die Zeit zu haben, bei der Premiere hier beizuwohnen. Und somit stelle ich Familie Körmann und ihr Rundfahrgeschäft Escape
unter den Schutz und Segen Gottes. Und bist du aufgeregt? Ja, sicher, Kirmes Markus. Jetzt geht's los. So, wir sind sehr aufgeregt und wir hoffen, dass alles klappt und dass die Leute eine schöne Fahrt haben. Aber wir sind sehr gespannt heute und viel Glück zu der Familie Körmann. Und es freut mich sehr, die haben ein sehr schönes Geschäft gemacht. Und toi, toi, toi. Ich bin Gabi, ich bin die Schwester von Niki. Ich bin Manoa. Mein Mann. Ich bin Noé, ich bin ihre Tochter, also die Nichte von Niki. Ja. Und in wie vielen Generationen seid ihr jetzt Schausteller? Also ich bin ja keine Schaustellerin mehr, weil ich bin damals aus der Schaustellerei raus, weil mein Mann ja einen festen Job hat. Aber mit dem Herzen bin ich schon seit Kindheit an Schaustellerin. Ich bin seit 54 Jahren im Geschäft. Was für einen Bezug habt ihr zum neuen Fahrgeschäft Escape von Niki und dem Lutz und dem Felix natürlich? Also man begleitet es ja in der ganzen Zeit. Man hat auch schon das vorherige Geschäft, das Artistico, begleitet. Das war schon unwahrscheinlich spannend so von der Fahrt. Und die Fahrt, die ich jetzt eben als erstes mitmachen konnte, die war einfach nur herrlich. Also richtig rund, auch mit entsprechend unterschiedlichen Geschwindigkeiten, unterschiedlichsten Fahrbewegungen. Es war einfach nur herrlich. Also da ich auch aus dem Maschinenbau komme, ist das für mich natürlich auch mal ein spannendes Thema. Man kann also die ganze Technik sich so anschauen und sehen, wie Lösungen gefunden wurden. Das ist also schon ein absolut spannendes Thema. Was ist die Besonderheit an der Technik jetzt bei den Geschäften? Einmal, wie die unterschiedlichen Antriebstechniken da zusammenarbeiten, der Gesamtaufbau, wie auch der Aufbau gelöst wurde, dass man möglichst effizient aufbaut. Also das sind schon hochinteressante Sachen. Kirmes Markus, du machst immer ganz tolle Reportagen, das muss man auch hier an der Stelle einmal sagen. Also hat uns auch gefreut, dich jetzt mal hier wieder zu sehen nach so langer Zeit. Und jetzt die nächste Fahrt für dich. Wünschen wir dir ganz viel Spaß und pass auf dich auf. Vielen Dank. Leider hier zu besuchen in Düsseldorf, Leute. Escape. Mitmachen, dabei sein. Was für ein super Geschäft! Ich liebe dies! Ja, es war echt geweldig, ich hau er echt enorm von. Megafahrt! Hallo Markus! Mensch, lange nicht gesehen, wie ist es? Alles gut? Alles gut, wir treffen man hier am Rummel! Den Rummel! Wie geht's? Alles gut soweit? Alles gut und? Ist das deine erste Fahrt? Erste Fahrt und ich muss sagen, mega geil! Mega geil. So, willst du dich einmal kurz vorstellen? Hallo, ich bin Max Fuhrmann. Du hast ja jetzt gesehen, die Familie Körmann hat hier ein neues Geschäft sich angeschafft. Wie findest du denn die Idee, die umgesetzt worden ist von der Fahrweise? Ehrlich, ich war überrascht. Also ich bin jetzt zweimal mitgefahren und ich muss dir sagen, die Fahrt ist wirklich cool. Das ist keine, sag ich mal, mega krasse Fahrt. Es ist auch keine mega langsame Fahrt. Es ist einfach eine sehr, sehr coole Fahrt, die richtig Spaß macht und mal völlig neu ist. Also ganz ehrlich. Ja, es ist ein sehr schönes Geschäft, lohnt sich auf jeden Fall hier hinzukommen. Und wenn man auch nicht mitfährt, es reicht an sich schon, es anzusehen. Ja. Ist eine Bereicherung, oder? Für die deutschen Festplätze, absolut. Absolut innovativ. Und wer weiß, vielleicht wird dann auch der ein oder andere Laden gekauft. Vielleicht genau. Du auch derjenige, der sagt, pass auf, die Fahrt ist so cool. Habe ich auch schon zu meinen Eltern gesagt, das ist einfach ein Traumgeschäft, wirklich. Ja, auch alles, da passt einfach alles, kann man nicht anders sagen. Ja, vielen Dank. Sehr dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, gute Geschäfte vor allen Dingen, dass das Lobby ordentlich reinkommt. Ihr habt ja 2,5 Jahre warten müssen. Wie war das eigentlich für dich? Sehr schön. Sehr hart, oder? Ich meine, das war ja auch für mich hart. Ich sag mal, ich bin damit groß geworden, aber ich bin nicht darin geboren. Aber ich sag mal, ich habe so mit 8 angefangen und es war für mich total hart. 2 Jahre lang keine Kirmes zu erleben, war wirklich schlimm, oder? War auch wirklich sehr, sehr schlimm. Und deswegen wünsche ich dir richtig, richtig viel Erfolg. Vielen dass die Dank. Kassen voll werden. Lass es krachen. Escape, das Mega-Abenteuer, Flight auf 4. Ja, Hammer Gerät, Markus. So Sven, sag mal was über das Geschäft. Also das Geschäft wird verladen auf 4 Transporten. 4 hat ein Gesamtgewicht von über 130 Tonnen und hat eine wahnsinnig tolle Bemalung, wie man das sehen kann. Ja, auch die Thematisierung ist einfach total stark. Ähnelt ein bisschen dem Indiago von Schäfer-Hahnstein. Ich weiß gar nicht, Markus, weißt du das noch? Schäfer-Hahnstein, die Bemalung vom Indiago, das ist so ähnlich die Richtung. Und ich muss sagen, ich habe selten so ein detailverliebtes Geschäft gesehen. Dann hat er auch von uns natürlich Jingle
Jingles bekommen. Ich habe ja erzählt, Dieter Brandtecker war mit dabei, ein renommierter Sprecher im Funk und Fernsehen. Er ist praktisch die Off-Stimme bei Vox. Ich habe natürlich, wollte ich sagen, auch Jingles gesprochen mit einem Kollegen zusammen. Der Kollege ist der Erzähler und ich bin die Figur Samuel Edward Walters. Und zusammen begeben wir uns auf die Suche nach dem Feuervogel. Ja. Und der Tester übrigens, der die Jingles abgehört hat, war hier mein Brüderchen. Der hat sich das alles angehört. Sag mal, wie findest du das? Das hat Freizeitparkniveau. Ja, du könntest auch mal lächeln. Nein, alles gut. Ja, hat es definitiv. Ja, und so baut sich das jetzt immer auf, ne? Stück für Stück. Ja. Der Themenparkhunter, hallo, Mensch, Keule, Tag. So, wie ist es? Ey, der Themenparkhunter, du hier. Ich immer mal gesehen haben. Und ich wollte dich schon immer mal kennengelernt. Du machst ja auch coole Videos. Du hast ja, beim Robotics auch die Roboterstimme gemacht. Warst du das? Genau. Richtig, ja. Fand ich auch ganz cool. Die Idee war ganz cool. Du hast die gleiche Brille an, wie ich sehe. So fast ähnlich. Du hast auch eine Ray-Ban, oder? Ich habe hier nur eine Village-Kamera. Ja, aber das ist ja egal. Hätte ich mir auch mal eine, wenn ich gewusst hätte, dass es die in günstig gibt, hätte ich mir die. Nein, Zufall. Ich war in Roermond und habe ich ja irgendwie gesehen und dachte, geil, kaufst du dir einfach. Ja, meine ist ja kaputt, super Fleisch, da ist schon... Ja, aber fährst du nach Roermond? Roermond habe ich Rabatte bekommen unter uns. 20% Rabatt von 196 auf 136, pass Outlet. Auf, und jetzt kommt's, ja, im Outlet, jetzt kommt's, verraten wir nicht, einfach mal leise. Dann kam nochmal 20%, ich habe so lange geredet, bis die Leute gesagt haben, wenn der jetzt nicht die Klappe hält, dann kriegt der gleich einen Gong. Dann haben die mir die Brille für 80 gegeben, geil, oder? Das ist nicht schlecht. Eine Ray-Ban-Brille für 80, zocken. Ja, so, pass auf, Kirmes Hunter, ich muss mit meinem Freund, der ist muss ich gleich noch hin. Du musst ganz kurz korrigieren. Der Kirmes Hunter ist der andere da. Ach, Themenpark. Genau, Themenpark. Was hast du mir denn? Der Kirmes Hunter ist der Quatschmacher. Ja, ich weiß. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns mal. Wenn du mich siehst, quatsch mich ruhig an. Mach ich auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag. Ne? Geile Bilder, und coole Videos wünsche ich dir. Viel Spaß heute. Wie hat Ihnen denn die Gefahrt gefallen vom Escape? Also, macht Spaß, bin dann frei irgendwie gefahren. War gut, war schwer, die Balance zum Beispiel zu halten. So, ja. Gute Erfindung, muss ich sagen. Okay, super, macht auf jeden Fall Spaß. Macht auf jeden Fall Spaß und der Preis ist auch in Ordnung, also da kann man nichts gegen sagen. Für eine Neuheit wirklich okay. So, und jetzt holst du mal deine GoPro raus und jetzt fahren wir mal eine Runde zusammen hier. Ah, das ist geil. Oh, ja, Mann. Yes. Seid ihr heute zum ersten Mal mit dem Escape gefahren? Wie hat euch denn die Fahrt gefallen? Aufregend, weil es mal was Neues ist. Ja, es war wirklich sehr gut. Es ist wirklich mal was anderes als so andere Fahrgeschäfte, weil sowas hat man halt einmalig jetzt und das ist halt schön. So, hallo Kirmes Markus. Ich bin richtig froh, dass du hier bist und heute auch unsere Einweihung ein bisschen begleitet hast. Das haben wir auch schon 2012 mit Artistico gemacht. Und das freut mich sehr und ich begrüße dich zur Rhein-Chemis in Düsseldorf. Ja, und ich bin eben mal mitgefahren und ich wollte da nicht mehr raus, ne? Ja, finde ich sehr gut. Hört sich alles positiv an und von mir aus kannst du auch den ganzen Tag sitzen bleiben, wenn du möchtest und filmen. Finde ich schön, dass du Spaß dran hast. So, im Hintergrund sehen wir eure wunderbare Bemalung. Und ihr habt euch ja da verewigt, ne? Also, das war gar nicht unsere Absicht, das war ein Geschenk. Von den Leuten, die das Geschäft auch entworfen haben, wo wir mit zusammengearbeitet haben. Da wollte ich mich auch noch mal ganz kurz bedanken an Christian Hof für die tolle Zusammenarbeit und dass sie alles umgesetzt haben, was wir uns vorgestellt haben. Und das war zum Beispiel ein Geschenk zu meinem Geburtstag, dass wir da drauf sind. Und hier kann man auch, wo ist er denn, meinen verstorbenen Vater sehen. Und da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ja, und das war mal eine richtig super Überraschung. Und Menschen müssen ja sowieso auf diese Rückwand. Also haben die sich gedacht, ja, dann können wir auch mal die Familie Körmann selber nehmen. Ne? Hättest du dir eigentlich vorstellen können, dass das wirklich nachher in echt so gut aussieht? Nee, erstmal konnte ich mir ja gar nichts vorstellen. Wir haben ja im September 2019 unsere Schaukel verkauft. Und da ging es für uns ja erstmal nach Hause. Und es war ja von Corona noch gar keine Rede. Und irgendwann mussten wir uns auch Gedanken machen, mit was kommen wir jetzt? Fahrgeschäft, Pommesbude oder Würstchenstand? Und dann hat man sich entschieden für den Escape vom Mondial. Ja, und dann kam Corona. Und dann wurde es ja auch immer wieder verzögert, Lieferschwierigkeiten, dies und das. Wir wussten ja selber gar nicht, wann geht es weiter mit uns. Ich habe zum Beispiel gedacht, im März 2020, ach Mensch, bis Pfingsten ist Corona vom Tisch. Aber war ja nicht so, was das für eine Ausmaße angenommen hat, das konnten wir ja gar nicht erahnen. Wahnsinn. Und jetzt sind wir nach 3 Jahren wieder hier und ich kann selber noch nicht glauben, und für mich ist das so ein Gefühl, wir sind hier angekommen in Düsseldorf, als wenn wir nie weg gewesen wären. Es ist sofort wieder da, dieses Gefühl. Und das ist einfach nur schön. Und
Ich hoffe einfach, dass wir tolles Wetter haben, dass hier jeder sein Geld verdient und dass wir alle zurechtkommen, dass es richtig, richtig schön wird. Ja, und heute ist ein besonderer Tag. Eben war auch der Pastor hier und das ist ja schon emotional, ne? Ich bin sowieso ein emotionaler Mensch und für mich ist es auch ganz wichtig, dass Volker hier war, um das Geschäft zu segnen, weil es gibt einfach ein gutes Gefühl und das gehört dazu und es ist immer wieder schön. Du warst ja auch bei der ersten Einweihung dabei, damals bei Artistico. Das gehört dazu und das muss man einfach machen. Ich will euch hier nicht weiter stören, denn heute, wie gesagt, ist der Eröffnungstag und ihr habt jede Menge zu tun. Viele Gäste werden heute hier erscheinen. Ich wünsche euch das Beste für dieses Geschäft und es ist wirklich fantastisch geworden. Genau, und ich wollte mich nochmal bei dir bedanken. Du hast so ein tolles Video gemacht von dem Aufbau mit dem Erfinder von Escape. Es ist wirklich, wirklich super. Und ich bedanke mich jetzt nochmal bei dir für die tolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Und für mich bist du einfach ein ganz feiner Mensch und ich bin richtig froh, dass du heute hier warst und mit uns die Einweihung gefeiert hast. Vielen Dank. Gerne. Ja, ich bin der Christian, ich bin eine Hälfte von dem Team, der für die Gestaltung des Escapes zuständig ist. Und wie muss man sich das vorstellen? Wie wird sowas gestaltet? Der Prozess ist ja langwierig. Die Familie Körmann ist an uns herangetreten und hat den Wunsch geäußert, ein Fahrgeschäft neu gestalten zu lassen. Und dann haben wir gemeinsam mit der Familie Körmann Ideen gesucht, in welche Richtung es gehen kann. Ja, und dann haben wir mal angefangen zu planen und zu gestalten. Wir wussten ja ungefähr die Richtung, in die es gehen sollte. Und in der Richtung haben wir dann geplant. Was ist jetzt Ihre Aufgabe in Ihrer Firma? Ja, Ideen zusammensuchen. Ne? Ideen, Themen, die Szenerien ausdenken, welche Szenerien wir auf die Rückwand machen können. Das ist ja eine riesige Rückwand. Die hat ja fast, ich glaube, 40 Meter in der Breite. Ich weiß gar nicht, 8 Meter oder 14 Meter Höhe. Da gehört ja einiges an Bildmaterial drauf. Ja, die ganzen Szenen zu entwickeln, dafür braucht man ein bisschen Kreativität. Wie muss man sich das vorstellen? Wird das alles am PC erstellt? Genau. Die einzelnen Szenen, die werden am PC entwickelt und wurden dann halt von unserem Maler, den wir da haben, auf die Rückwand gemalt. Das ist alles Pinselmalerei bei Familie Körmann. Und da wurde jede Szene, die wir vorher entwickelt haben, mit dem Pinsel an die Wand gebracht. Können Sie uns das Thema Escape erklären? Auf das Thema sind wir gekommen. Sowohl die Familie Körmann wie auch wir waren immer große Fans von dem Indiago. Ist damals von Afaf gestaltet worden, weil Mondial Supernova. Kennt vielleicht der ein oder andere noch, unter Sascha Hahnstein und Schäfer gereist. Und die hatten das Thema Indiana Jones, das war das Thema. Und ungefähr in diese Richtung sollte das auch gehen. Jetzt haben wir natürlich durch die Breite der Rückwand viel mehr Platz gehabt, um Szenen zu entwickeln. Ich weiß nicht, Kirmes Markus, du hast vielleicht auch schon mal gesehen, die Rückwand, da sind sehr persönliche Szenen drauf. Die Niki mit ihrer Familie ist da drauf. Wir beide sind auch auf der Rückwand drauf. Also wir beide kreativen Köpfe, sag ich mal. Und unser Hund ist auch mit drauf. So haben wir uns noch ein bisschen verewigt. Was eigentlich eine ganz wichtige Sache war. Wir hatten von Mondial am Anfang ja nur eine Skizze, wie die Rückwand sein könnte. Und letztendlich ist sie dann doch ein bisschen breiter geworden, als wir dachten. Und brauchten dann für links und rechts einfach noch ein paar Meter Szene. Und da haben wir überlegt, bevor wir da jetzt den sechsten Tiger draufmalen, malen wir halt die Familie Körmann noch mit drauf und uns. Und wer uns nicht kennt, erkennt uns ja auch nicht. Für den normalen Kirmesbesucher sieht es halt so aus wie eine normale Szenerie an der Rückwand. Wer ist da wer an der Rückwand? Die Niki Körmann erkennt man ja, die sitzt im Auto. Den Lucio erkennt man, den Felix erkennt man. Und wer uns kennt, der erkennt uns dann auch. Also die anderen, da ist halt auch der Forscher, wir erzählen ja die Geschichte von dem Forscher mit Nordeli auf die Jagd nach dem Feuervogel. Wenn ihr den Teaser gesehen habt, werdet ihr wahrscheinlich das Thema kennen. Ja, und die Figuren, die haben wir sowohl nochmal plastisch in der Mitte stehen, wie auch an der Rückwand verewigt. Und auch an der Kasse, da sieht man die ja auch. Wie heißt Ihre Firma? Das ist Seam Consulting, heißt die Firma aus Fulda. Also Sie erstellen die Vorlage und dann gibt es dann den Maler, der das Geschäft dann von Hand bemalt hat. Und wer ist denn der Maler? Ja, denn der Maler möchte nicht namentlich genannt werden, ist halt ein Schaustellermaler, der macht auch hat mehrere Geschäfte schon gemalt, also ist kein Unbekannter in der Szene, aber der möchte halt nicht namentlich genannt werden. Ne? Wie viele Arbeitsstunden habt ihr jetzt in die Planung reingesteckt? Oh, wir hatten ja, hätte es beinahe gesagt, das Glück, dass wir Corona hatten, aber wir haben natürlich fast 2 Jahre Zeit gehabt jetzt. Und wir haben auch wirklich bis zur letzten Minute eigentlich noch Sachen entwickelt und gemacht. Die Gegengewichte mussten noch gemacht werden, die Gondeln mussten noch fertig werden vor Düsseldorf. Das sind ja alles Sachen, das musste auf dem letzten Drücker passieren, weil die auch beim Mondial noch nicht fertig waren. Also eigentlich haben wir die letzten 2 Jahre immer wieder an dem Escape gearbeitet.
Jetzt nochmal zum Thema. Wird da Indien dargestellt? Genau, das ist halt praktisch der indische Dschungel, Neu-Delhi, wo sich das Forscherteam halt auf die Suche nach dem Feuervogel macht und finden sie dann auch, sieht man eine Rückwand, also der Tempel, der stürzt da ein und dann beginnt das Abenteuer halt. Ne? Was für Leute arbeiten alles bei euch in eurer Firma? Ja, wir haben halt Grafiker, ne? Wir haben Texter, Werbefachmann haben wir machen ja alles. Wir machen ja auch Bewerbung zum Beispiel für Geschäfte. Also eigentlich deckt man alles ab, was die Schausteller brauchen. Von Visitenkarten angefangen, über Bewerbungen bis zur Gestaltung vom Geschäft, Jingles, Intros, das machen wir alles. Was für Geschäfte habt ihr bis jetzt alles gestaltet? Ja, der Ghost Rider, der ist von uns. Dann der Mr. Gravity ist von uns. Die neue Rückwand vom High Impress ist von uns. Wie würden Sie Ihre Tätigkeit beschreiben? Ideensammler und Ideengeber und dann halt Entwickler für verschiedene Designs. Was haben Sie da für ein Gefühl, wenn Sie sowas entwickeln? Fühlen Sie das auch? Ja, also bei Familie Körmann waren da halt noch sehr viele Emotionen im Spiel. Ne? Also einmal so die persönliche Geschichte von Niki Körmann und dann der freundschaftliche Bezug zu der Familie. Da geht man natürlich anders ran als an ein Projekt, wo man den Schausteller nur flüchtig kennt oder so. Also da steckt schon wirklich sehr viel Herzblut drin. Ja, ich würde auch wirklich sagen Liebe. Da steckt wirklich Liebe drin und ich glaube, das sieht man dann auch im Endergebnis. Ne? Da kann ich nur beipflichten. Also sowas habe ich lange nicht mehr gesehen, dass sowas im Detail so dermaßen thematisiert wird. Also der absolute Wahnsinn. Ja, danke schön, Markus. Danke. Du hast ja schon viel gesehen, du kommst ja auch viel rum. Du fährst ja nach Holland, in Deutschland, über die ganzen Kirmesplätze. Hast ja auch dann gute Vergleiche dazu und finde ich schön, wenn du sowas sagst. Ja, hallo, ich bin der Kevin und bin schon mehrmals hier auf der Kirmes gewesen. Und ich muss sagen, die Kirmes gefällt mir richtig gut mit den vielen Neuheiten, die es hier gibt. Zum Beispiel hier der Escape zum ersten Mal auf dem Platz. Und ja, die Farben sind mega von dem Geschäft. Ja, und du bist ja auch immer auf Tour und du siehst ja auch sehr viel, ne? Genau, richtig. Deine Rückwand sieht echt super aus. Die gefällt mir richtig gut, mega. Die Farben einfach klasse und super gemacht, auf jeden Fall. Ja, danke schön, freut uns. Herzlich willkommen bei Markus TV! So, letzte Runde, drehen wir nochmal richtig auf. Ab die Karre! Ab die Maschine! Ein sehr, sehr schönes und neues Rundfahrgeschäft, gefällt mir sehr gut. Die Aufmachung ist sehr schön gemacht, das Design ist 1A, die Fahrt ist cool, alles super.